Dachte ich's mir. Ich behalte es mal warm und ready für den Einsatz. So, it is you. Ever since you landed in Mafia Town, it's been raining with these magical hourglasses. You must be very lost, kid with the hat. You're in the heart of our town, standing before the most powerful man you will ever witness. Everything you've ever owned belongs to me now. No. Including this hourglass piece. If you want it, we'll have to settle it in true Mafia style. Geh mal ins Sando zurück! Lights! Action! It is showtime! Oh, what? Ah! Ach so! Bam! Aber kann ich nicht einfach den hier... Aua! Bam! Was zum... Ach so, ich muss ausweichen! Oh, hab ich gleich gesehen! Bam! Oh, die Musik geht richtig ab! Sie geht richtig ab! Wow! Wow! Was zum Teufel? Bam! Hiya! Autsch! Super Kicker! Was geht denn jetzt ab? Das gleiche wie vorhin. Nichts anderes? Fällt ja auch nichts mehr jetzt mal ein, ja, Kumpel? Bam! Der eine spielt den Baum. Ich bin jetzt. Was ist denn jetzt? Er hat auch einen Hut! Oder was geht ab? Sag auch so aus, hätte seinen Hut geworfen. Oh no. Aua! Nein, Mustache Girl! Müssen sie retten! Bam! You psycho! That's not okay, du! Was macht er jetzt? Sterben! Oh, oh, was zum... Was mache ich? Ich muss irgendwas unternehmen! Oh, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen, letzten Moment. Oh, oh, das hat geklappt. Ich muss da drauf! Hit him already! Ja, ich versuch doch! Jetzt rauf da! Ja! Und jetzt BAM! Das Problem? Oh oh. Ah, das schon wieder. Oh, jetzt hat er aber mehrere. King of Rule? Hiya! Oh, verdammt! Schnell! Yes! Trotzdem noch getroffen. Boah, das ist ein richtig epischer Bosskampf hier. Komm, nicht schon wieder das gleiche, Bruder. Du hast es nicht anders gewollt. Nein, nein, nein. Okay, zweite Runde. Bam. Jetzt geht down. Die already. Den ersten Boss besiegt. Unsere nächste Hourglass, die vierte, um genau zu sein, freigeschaltet. Let's go! Ding, dong, dong. Bom, bom. Nice, das Spiel macht richtig Bock. Oh, Katze. Jetzt haben die Angst vor uns. Yes. Ey! Was? Ich dachte, wir sind Freunde. So what do these things do anyway? Are they some sort of rare collector's item for nerds? Oha. Nein! Nein! Are they some sort of rare wait. Hä? Huh? Was? Whoa! What? What? Did you know about this? Ja. Das ist meine Uhren immerhin. Mach sie nicht kaputt, ey. Aha. Jetzt beruhig dich wieder und chill. This is crazy. Do you even realize what could be done with these? We could make it so that you never got punched in the face by the Mafia that one time. We could beat up the Mafia, travel back in time and then beat him up again. No, wait. We can make it so the Mafia never arrived on the island. Hmm. Wait. Even better. We could be crime-fighting time travelers. Huh.
Nee, das ist zu gefährlich. Lass mal's. Wait, what? This doesn't make any sense. You have all this power and you're not gonna use it to fight evil? Nö. Das sind meine, ich bin dann mit nach Hause. Mich interessiert die Insel nicht. You're not gonna use them to fight evil. Then I will. Ah. I'm not gonna let this island remain as Mafia Town. I'll collect all the timepieces for myself. You have my word on it. Oh nein, was haben wir getan? Jetzt bin ich befreundet. Weil wir beide andere Ziele haben. Headcamp will einfach nur nach Hause mit den Uhren. Und sie will die Stadt retten. Master gehört die Hälfte deiner Pons geklaut. Ey! Oh. Enemies! Well, that escalated quickly. Aber hey, schaut mal hier. Wir haben da was Neues freigeschaltet. Weißt du, wie ich das zusammenschneide? Vielleicht sind es auch schon zwei Folgen. Aber was soll ich, wir wissen, was hier jetzt freigeschaltet wird. Energie für den Maschinenraum wurde wiederhergestellt. Das Kapitel Kampf der Vögel ist jetzt verfügbar. Hä? Eine neue Welt also? Oder wie? Interesting, interesting. Okay, aber heißt das dann, wir sind hier wirklich durch oder gibt es noch mehr? Das Ding wackelt noch. Ich glaube, hier ist noch mehr. Ne? Doch. Doch. Time Rift detected. What? Was zum... Ein zersplittertes Zeitstück hat einen Zeitriss erschaffen? Oh Gott. Aber wir haben das Ding, ne? Wir haben es eingesammelt. Das heißt, wir haben 4 von den Dingern. Ja, da steht's. 4 von 40. Okay. Dann hat sie uns wirklich nur so die Hälfte der Dinger geklaut. Und sind jetzt halt Enemies. Was wollen wir machen als nächstes? Akt 7, Akt 6. Und das ist dann wahrscheinlich das Ende. Machen wir Akt 6, wo wir 1000 Pons dafür bezahlen müssen, um es freizuschalten. Mafia-Stadt wird aufgeheizt. Oh oh, es ist ja wirklich wie Mario Sunshine, dieses eine Level, wo alles unter Lava stand. Oh oh, der eine hat auch die Mario-Pose. Au, ouch, heiß, heiß. Und da oben links chillt einer. Oh Gott. Whoop. Look at mess. This is terrible. Someone turn on all faucets in Mafia Town. Same faucets that control the town volcano. Was it you, child? No? Mafia think he saw a little girl turn on all faucets. Ah, war klar. Little hat kid, can you save Mafia Town by turning off all faucets? Weiß nicht, was habe ich denn Grund dafür? If you close all, maybe water start flowing again. Und was kriege ich dafür? Was springt da für mich raus? Oh no, Bikes. Da sind ein paar sind überall Symbole. Wahrscheinlich, wo ich lang muss. Okay. Ist hier auch was? Nee. Ich glaube nicht. Aber das kann ich jetzt erreichen, oder? Ja, kann ich. Okay, aber ich brauche erstmal ein Rezept für einen Hut oder sowas. Keine Ahnung, I guess. Hier ist noch eins. Wo bin ich denn da hin? Warte mal. Kann ich hier stehen? Ja, ne? Doch, das muss doch so funktionieren. Hier drauf stehen? Ja. Na komm. Es sind immer die Sprintdinger. Kann ich das upgraden? Nee. Sehr weird. Sehr, sehr weird. Aber ich glaube, ich werde erstmal wieder zurückwechseln zum Sprinthut. Weil mit dem komme ich hier, glaube ich, besser durch das Level. Und deshalb nehme ich den jetzt erstmal. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Aber ja, die Welt hier ist noch nicht vorbei. Wir können schon zur nächsten Welt, aber ich möchte erstmal die Welt hier abschließen. Zumindest halt alle Level mal gemacht haben. I hope that's okay.
Wo muss ich lang? Ich geh erstmal hier zum Hahn. Aufpassen. Boah, Sicht. So falsch wird das hier schon nicht sein, hier lang zu gehen, oder? Gefährlich auf jeden Fall. Was muss ich mit den Dinger machen? Soll ich die drehen? Oder so? Wie drehe ich den denn ab? Hm? Ah, unten gegenschlagen. Noch mehr, noch mehr. Okay, eins haben wir. Oh, knappes Ding, du. Immer wieder knapp, die Schoße. Hier können wir uns hinsetzen und die Lava genießen. Wie schön. Okay, hier ist eins. Ist hier ein Symbol. Unter mir. Ach, da hinten. Da ist aber auch noch eins. Der ist gerade am Sterben. Sorry, Bro, dir kann ich nicht helfen. Ich wünsche noch viel Glück. Oh, no. Ah, ich weiß sogar, wo wir sind. I know where we are. Ich muss richtig stehen und dann bam, 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 bam. So, Lava abgedreht. Hilft aber scheinbar nicht, wenn noch so viel extra Lava übrig ist. Moment. Kann ich jetzt cheaten? Ja, ich kann jetzt cheaten. Ich kann einfach durch. Ha! Hä? Was? Black Market. Dem traue ich nicht, dem Braten. Das sieht aus, als würde ich einfach nur reinfallen und sterben. Lassen wir es mal fürs Erste. Vielleicht kommen wir da später noch rein, aber jetzt erstmal nicht. Hier ist noch einer. Das sind überall diese Grappling Hook Dinger. Hm. Wie soll ich denn da hinkommen? Seht ihr, wo das ist? Kann ich erstmal drauf? Aua, 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 aua. Boing, 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 boing. Und wir kriegen einen Kameraanstecker. Drücke Back. Wow. Um Bilder von deiner Reise zu machen, tausche sie jetzt halt im Startmenü aus. Wait. Okay. Aha. Free roam mode. Welcome to Boundary Break, where we basically take the camera anywhere we want. Oh Gott, okay. Okay. Ich will erstmal nicht sterben. Das ist auf jeden Fall erstmal das Wichtigste. Nicht sterben. Leben einsammeln, wenn ich es brauche. Und das Ding hier ausschalten. Das ist auch noch ganz wichtig. Wow, rutsche ich hier. Ich meine, okay, ist ein Wasserhahn. Oder ein Lava-Hahn in dem Fall. Naja, wie auch immer. Wie komme ich wieder zurück? Boing. Boing. Boah. Gut, dass er mich da automatisch mal reinsnappt. Das ist sehr, sehr nützlich. Okay, das kann ich nicht benutzen. Da oben ist was sehr Interessantes. Was ist das denn da oben? Okay, nichts. Oder? Ah, das sind rote Münzen. Aber jetzt habe ich es halt versaut. Oder? Puh, der Sound. Ach, kommt jetzt nicht mehr wieder? Ich habe gar nicht gecheckt, was das war. Oh, und jetzt kommt es nicht mehr wieder. Oh Mann, das ist doof. Okay, es scheinen nur noch zwei zu sein. Und der chillt immer noch sein Leben dort. Ich mache erstmal den nach vorne. Weil der ist gerade in meinem Blickfeld. Oder? Komm ich an den anderen vielleicht schneller ran? Hey, ja. Hey, au, 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 au. Heiß, heiß. Chill, girl, chill mal. Mafia still setting up shop. Not open. Even when open, child not welcome. Nicht nett, Bro. Echt nicht nett. Mafia say, keep eye out for tunnel. Maybe something interesting appear later. Ha! Mafia just kidding. Nothing interesting ever happened here. Oh. Schade. Der will nicht reden. Hier aufpassen für Tunnel. Diesen Tunnel. Irgendwann passiert hier was. Okay, hier kommen wir hin. Hier kommen wir hin. Aber wenn ich sehe, da ist was zum Teleportieren. Das benutzen wir gleich zurück. Aber erstmal. Oh nein, sag mir nicht, ich brauche das hier. Hä? Ah, die gehen runter. Das ist eine fallende Plattform. Au, 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 au. Durch die Plattform geglitscht. Wunderbar. Ich meine, hat mir jetzt geholfen, deshalb beschwere ich mich jetzt nicht. Und hier ist was. Was ist das denn hier? Eine
Ein Wrist-Token! Benutze die Token aus einer Orb-Maschine, um jegliche Belohnungen zu bekommen. Ha? Bei welcher Maschine? Werden wir schon noch rausfinden. Aber erstmal drehen hier. Das ist halt vor allem nur noch ein einziges, was hier Lava überall reinbringt. Verdammt, ich sterbe noch. Und trotzdem ist noch so viel Lava. Na gut, vielleicht kann die Lava auch gar nicht irgendwie weggeflutet werden. Komme ich hier mit hoch? Was zum... Ich bin... war das ein Bug? Ich habe das Gefühl, das hätte ich noch gar nicht machen dürfen. Ich konnte gerade einfach durchglitschen. Okay. War das jetzt hilfreich oder schlecht? Ich weiß nicht, wie ich bin. Ich mag die Musik. Ach, es sind doch noch zwei. Ich dachte, es wäre nur noch eins. Ach, doof. Hier ist ein Zeitriss. Zeitriss, Abwasserkanäle. Oh, das sind so Subworlds, so Minigames zwischendrin. Ah, ja, wie bei Mario Odyssey, so kleine Sub-Areas. Und man kriegt da... Was kriegt man da? Die Uhr, die da kaputt gegangen ist, initially, die kriegt man hier? Cool. Dass ich hier an der Wand hochklettern kann, ist sehr nützlich für mich. Dieser quietschende Stimme. Was auch immer. Oh Gott. Vorsichtig. Skippity, skip, skip. Hier ist überall Wasser. Aber warum? Hier war überall Lava vorhin. Na gut. Akzeptiere ich. Checkpoint. Ja, soll ich mal hoffen, dass hier ein Checkpoint ist, du. Alter, wie langsam die Dinge ja aber aufgehen, ne? Achso, vielleicht muss man alles in einem schnell schaffen, sonst gehen die alle gleichzeitig wieder runter. Oh, ich sehe es. Oh, rüber. Ah, Mario Sunshine! Nein! Nicht die Dinger aus Mario Sunshine! Und vor allem die... Zumindest ist kein Sand. Ja, ich bin glücklich, dass es zumindest kein Sand hier ist. Und wir sind durch! Das war nice, hat mir gefallen. Und ja, man kriegt ein... Ding. Nice. Aber wir sind hier noch lange nicht fertig. Oh, hat stoppen. Hä? Ich hab einen Hut bekommen. Was? Ich bin gerade total verwirrt. Was passiert ist? Ich hab's nicht verstanden. Intruder Alert! Habe ich die Mission jetzt... Nein, ich habe die Mission jetzt dadurch abgebrochen. Oh, bitte nicht. Okay, der Hund ist süß. Aber ich glaube, der ist nur kosmetisch, oder? Der macht nichts, oder? Ah, das ist ein Sprinthut Level 2. Bin ich mit dem schneller? Ich glaube, mit dem bin ich sogar noch schneller, oder? Das ist auf jeden Fall ein Sprinthut. Was haben wir denn hier? Hm? Vacuum Vandal, was? Was passiert hier? Aha, da können wir unsere Geschenke rauf tun. Was machst du hier? What a lovely spaceship you have here. Sorry for the break in entering. I just really wanted to see what an alien spaceship is like. You know, I expected aliens to be more green and probably with a thirst for flesh. But I guess you aliens come in all shapes and sizes, huh? I guess. Hey, if you're looking to explore our planet, you'll need to understand it first. Otherwise, you won't know if you're stepping on grass or quicksand. Don't know how to identify relics? Fear now. Cook Kincaid is here. I'll let you have this burger cushion relic for free. Ooh. Danke. You can identify this relic at the podium. Hmm. If you place them on the podium in the correct order, you might be able to make sense of it. Illuminati! If you're able to identify a relic, something great might happen. You never know. So
I'll keep an eye out for relics. I've taught you everything I know about relics. Okay, danke. Warum? Bro, du kannst jetzt wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkehren, ne? Naja, okay, will er nicht. Aber mit zwei? Hamburger. Du hast einen Burger, einen Schatz vom komischen Planeten identifiziert. Hä? Ein neues Hydrus ist erschienen dadurch. Sitzgerät der Erdbewohner. Nachforschungen haben ergeben, dass dieses Ding sehr weich ist. So weich, dass die einzige logische Schlussfolgerung ist, dass dies die Stühle dieses Planeten sein müssen. Das ist kein Snack. Ich habe es probiert. Es schmeckt nach Stoff. Okay. Cool. Okay. Dafür sind die Geschenke da. Für Dingse. Okay. Time Rift Detected. Ein weiteres. Puh. Aber wir sind noch... Ah, das ist immer ein Tipp, ein Hinweis, wo die sind. Ich habe jetzt aus Versehen das hier gemacht. Aber ich wollte das hier noch machen. Okay, das schneide ich raus für euch. Ich sage euch nur die letzten beiden Hähne. Ich mache den Rest jetzt offscreen. Okay, hier an dieser Stelle. Ich glaube, das hier war eins von denen, die wir noch nicht gemacht haben. Kann das sein? Bin mir nicht sicher, aber könnte auf jeden Fall sein. Okay, das hier scheint wohl der letzte zu sein, den wir nicht hatten. War es der hier? Wenn nicht, dann ist es der da drüben, wo ich jetzt mal gucken muss, wie ich da hinkomme. Hm? Kann ich hier durch? Wo bin ich? Ich sehe nichts. Hallo? Ah, ja. Cool. Cool. Hä? Ich glaube, es ist einfacher, wenn man gewisse von denen als erstes und gewisse als letztes macht. Irgendwo unter mir ist eins. Ah, da ist es. Hä? Aber das hatten wir doch. Das habe ich doch gerade eben erst gemacht, oder nicht? Na, wie auch immer. Das wird mir als letztes angezeigt. Das mache ich jetzt. Und dann sollte es vorbei sein. Right? Ja. Und jetzt können wir da hoch. Da, danke. Jetzt muss ich nur irgendwie wieder den Weg nach oben finden. Das ist so das, was mich hier ein bisschen stört im Level, dass man wenig Movability hat. Es gibt hier nicht viel. Es gibt irgendwie nur einen richtigen Weg. Das ist so mein Problem. Ich glaube, wenn ich jetzt sterbe, wäre ich sogar viel schneller wieder da, als wenn ich jetzt zu Fuß den Weg finde. Aber ich glaube, ja, ist es sogar, oder? Ja, hier ist es sogar. Okay. Große steile Treppe ist es. Und dann kommen wir jetzt hier rein. Gut, doch, der Herr. You did it. Small child saved Mafia Town. Now Mafia no longer need to eat lava for breakfast. Amazing. Amazing. Please, take this as trophy. You are truly the hero of Mafia Town. Ah, die goldene Statue dort. Yeah, wie sie glitzert. Wunderbar. Ach, das lässt sich leben, oder? Na gut, wir müssen weitermachen. Das Ding. Oh. Ja, ja, das weiß ich. Aber ich werde, wie gesagt, erstmal hier den Ort fertig machen, bevor ich was anderes mache. Die Katze ist jetzt hier. Oh hey! Hope you don't mind me using your kitchen. I figured I'd treat you to some nice earth food, since you're an alien and all. Du bist aber auch kein Mensch. Say, are you a steak kind of person or a veggie kind of person? Vegan oder nicht vegan? Ja, sorry Leute, aber ich muss euch die Wahrheit gestehen. Ich esse Fleisch. You're not looking to cook up some earthlings anytime soon. Nee, kein Mal jetzt auch nicht. Anyway, I hope my dish is ready before you leave. I want to see how great a dish I can cook using an alien stove. Na dann, mach du mal. Wir schauen uns jetzt noch ein weiteres Time Rift an.
Also das hier weiß ich, wo das ist. Da, wo wir uns durchgeschossen haben. Aber das hier? Aber im Tunnel! Aha. Der goldene Tresor. Vielleicht können wir von hier aus die anderen beiden noch erwischen. Ich gehe erstmal hier in das Level rein. Mafia Vault. Das ist das letzte Level der Mafia-Stadt. Man kann im Menü nämlich sehen, wie viele Uhren es pro Welt oder pro Level halt gibt. Was muss man hier überhaupt machen? Ich würde sagen, das machen wir nächste Folge mit dem goldenen Tresor dort. Ich werde auf jeden Fall noch gerne die beiden Time Rifts machen. Okay, für das Ding brauche ich sowieso erstmal die 4 Tickets. Wahrscheinlich ist das das Ziel, die Quest alle zu finden. Der zeigt mir auch wohin. Aber wie gesagt, das ignorieren wir. Hier beim Anfangsort gibt es hier oben... Nee? Unsichtbare Blöcke, wo man dann da oben zu einer Wolle hinkommt. Aber das geht noch nicht. Ich glaube wirklich, ich muss später an alle Level nochmal zurückkehren, weil ich alle Abilities aus den späteren Leveln bekommen habe. So, Backtracking halt. Ich glaube wirklich, dass das so ist. Weil anscheinend habe ich keine Ahnung, wie ich weiterkomme. Und ich könnte mir nicht sagen, dass das nicht aussieht wie ein Mann. So, und direkt hier runterspringen, wo ich gerade war. Dann findet ihr in der Nähe diesen Ort hier. Und das ist ja das neue Zeitriff, was wir gefunden haben. Und da war noch ein Ticket. Nein. Ich habe ein Ticket verpasst. Naja, was soll's. Bazaar. Dieser Keks im Mund. Süß. Sehen die alle gleich aus? Sind das alles so Wasserpassagen? Scheinbar. Okay, wieder diese Raccoon-Gegner. Aha. Ich mag übrigens unseren süßen kleinen Helm. Ich weiß nicht, wie ich den bekommen habe. Irgendwie so ein Roulette oder so. Verstehe es immer noch nicht, aber trotzdem ist er sehr süß. Und macht exakt das gleiche, was der andere Hut gemacht hat. Wow. Okay, danke, Partner. Thanks, Partner. Thanks, Homie. Thanks, Pal. Cookie! Oh, er verschwindet aber. Habe ich einen Checkpoint? Oder wo bin ich? Ich hoffe, das ist hier ein Checkpoint. Ja, ist es. Okay. Bin mir gerade nicht sicher. Na gut. Aufpassen. Und jetzt rüber. Und jetzt. Ab. Checkpoint. Die sind cool. Die testen so ein bisschen deine Jump'n'Run-Skills. Und das mag ich. Und man hat auch nur 4 Versuche. Weil nach 4 Treffern ist man tot. Also aufgepasst. Aber hier ist es auch schon, das Ziel. Oh, ich muss erstmal die Rotation hier abwarten. Okay. Nein, 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 nein! Oh, das ist ja wirklich genauso rutschig wie Mario Sunshine damals. Oh mein Gott. Das ist... Das ist... Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Yes! Wow, wow! Cool. Eins sammeln wir noch. Das andere Zeitriff. Und hier ist nämlich das Rad. Hut Flair? Erneut drehen. Neue Farbe? Erneut drehen? Neuer Remix? Neuer Musikremix wurde für Mafia Stadt freigeschaltet. Oh, 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 okay. Was zum... Wie kriege ich die Dinger? Wie mache ich die... Hä? Oh oh, wer ist denn jetzt wieder da? Irgendeine Band? Na, schauen wir uns mal beim nächsten Mal an. Erstmal hole ich noch das andere Rift. Also, bis gleich.